Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, ich bin gerade wieder unterwegs, deswegen mache ich dieses Video jetzt ein bisschen, ja, auf dem Weg zum Bahnhof, bin jetzt da angekommen. Ich würde sagen, darum geht es jetzt gar nicht. Wir reden jetzt über Fußball und ja, Liverpool hat ja tatsächlich 3-1 gegen Newcastle gewonnen. Respektabel auf jeden Fall, Newcastle muss auf jeden Fall noch in die Saison finden. Aber hat sich gar nicht so schlecht geschlagen. Chelsea gegen Everton 1-1. Da ist Everton mal wieder stärker gewesen, als ich erwartet habe. 19-jähriger Schock Chelsea. Wer ist es denn? Amount. Okay. Oder, warte. Nee, nicht Mount. Der von Everton. Grant White. Okay. Und dann hat Man City noch 7-0 gegen Leeds United gewonnen. Das war auf jeden Fall mal ein krasses Spiel. Damit steht Man City jetzt wieder klar auf Platz 1. West Ham auf Platz 5. Arsenal ist tatsächlich besser als Man United. Wir hätten damit gerechnet. Leicester ganz stark. Norwich und Newcastle und Burnley ganz unten. Für Norwich tut es mir tatsächlich sehr weh. Aber vielleicht ändert sich das nochmal. Wir werden es sehen. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten, bis der Zug losfährt. Deswegen wollen wir doch jetzt noch kurz in die Bundesliga schauen. Und jo, da hat Bayern 5-0 gegen Stuttgart gewonnen. So schlecht wie der VfB aus, also wie es jetzt im Endergebnis aussah, ist der VfB gar nicht gewesen. Also ich fand, der VfB Stuttgart hat sehr gut gespielt. Also ich glaube, die holen noch ihre Punkte für den Klassenerhalt. Ich glaube an die Schwaben. Dann das nächste Spiel. Bielefeld gewinnt gegen Bochum und das ist so dermaßen wichtig für die Schwarz-Weiß-Blauen, dass man endlich mal wieder einen wichtigen Sieg holt im Kampf gegen den Abstieg. Ich will auf jeden Fall, dass Bielefeld drin bleibt. Und hört auf mit diesen Witzen, Bielefeld gibt's nicht. Lasst den Scheiß. Bielefeld ist eine geile Stadt. Ich finde, Bielefeld gehört in die erste Bundesliga und Bochum kann gern wieder absteigen, ganz ehrlich. Die sind so eine graue Maus. Aber egal. Wolfsburg verliert gegen Köln. Was soll man bei Wolfsburg sagen? Absolute Krise. Unglaublich. Nachdem es nach ein paar Spielen so aussah, als würden sie in die Europa League wieder kommen, spielen sie jetzt wieder so schwach, dass es gegen den Abstieg gehen könnte. Aber zwischen Platz... Wartet, ich zeige euch das mal. Zwischen Platz 5, 26 und Platz 16, 17 sind es 9 Punkte Abstand. Das ist gar nicht so ein großer Abstand. Wolfsburg ist nur 3 Punkte. Nur 3 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Mainz gegen Hertha 4-0. Also Mainz spielt wieder guten Fußball. Hertha kann gerne absteigen, wenn die so weitermachen. Gladbach hat mal wieder verloren. Absolute Enttäuschung. Die sind nur noch 3 Punkte vor dem Relegationsplatz. Wenn die so weitermachen, könnten die noch in den Abstiegskampf rutschen. Ich würde nicht sagen, dass Adi Hütter schuld ist. Ja, nur 1 Punkt vor dem Relegationsplatz. Ja gut, das ist natürlich... Dann Leverkusen. Ja, Hoffenheim hat das 0-2 verspielt. Leverkusen hat das 2-0 verspielt. Trotzdem glaube ich, dass sie durchaus vielleicht in die Champions League kommen könnten. Aber Hoffenheim ist schon ziemlich stark. Wird man abwarten müssen. Also 2-0 hat Leverkusen geführt und dann 2-2. Heftig auf jeden Fall. Und Dortmund, ja. Klares 3-0 gegen Greuther Fürth. Was soll man dazu sagen? Ja, war irgendwie zu erwarten, dass die klar gewinnen. Union Berlin 0-0 gegen Freiburg und dann noch Domenico Tedesco mit RB Leipzig ein 1-1 geholt, ja. Bitter, Leipzig muss erstmal wieder in Spur kommen, weil Platz 9, das ist auf jeden Fall für Red Bull, für den Konzern, auf jeden Fall für den Sponsor absolut nicht in Ordnung. Leipzig will wieder international spielen und als Platz 9 auf jeden Fall eine Enttäuschung bisher. Und Domenico Tedesco von Schalke, ich glaube, der ist jetzt, also Tedesco müsste zu Leipzig gewechselt sein, ne? Ja, der ist jetzt von Schalke, also nachdem er bei Schalke entlassen worden, jetzt bei RB Leipzig. Wird man mal sehen, wie sich die Roten Bullen entwickeln. Er ist ja eher für defensiven Fußball bekannt gewesen bei Schalke. Leipzig will aber eher Angriffsfußball spielen. Also da wird man sehen, wie das rote Pressing funktioniert bei Domenico Tedesco. Bitte auf jeden Fall nur ein 1-1, aber ja. Muss man abwarten. Das war's dann. Ich denke, ich glaube, es kommt gar kein Spieltag mehr. Doch, doch, ja. Da kommt noch ein Spieltag, genau. Bayern wird die Wölfe sowas von zerfleischen. Union Berlin wird vielleicht gegen Bochum gewinnen. Oh, Bielefeld, ja, gegen Leipzig ist was möglich, weil Leipzig immer noch nicht in Schwung ist. Wird man sehen, Köln spielt aktuell mit Steffen Baumgart wirklich sehr guten Fußball, muss man sagen. Der hat ja auch Paderborn wiederbelebt.
Wird man sehen, wie das funktionieren wird. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich würde sagen, ich beende mal das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.